Puh. Also für mich persönlich waren die vermögenswirksamen Leistungen ein Geschenk. Doch jetzt habe ich ein Video gesehen vom Joschka, der ist ja Finanzberater und kennt sich somit sehr gut im Finanzbereich aus. Und jetzt bin ich im Zweifel, ob das noch so ist, ob das wirklich ein Geschenk ist oder nicht. Deswegen gehe ich jetzt inhaltlich auf sein Video ein, auch wenn sehr viel seine eigene Meinung einfließt. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ich habe auch ein paar Praxisbeispiele für euch vorbereitet von mir und meiner Family. Und deswegen würde ich sagen, bild dir deine eigene Meinung. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Finanzen im Griff. Ich bin Marek. Heute Vormittag hat mich ein Video getriggert und deswegen muss ich darauf reagieren, weil es einfach nicht anders geht. Hier hat der Joschka ein Video gemacht über vermögenswirksame Leistungen und hat gefragt, ob die sich überhaupt lohnen. Hab auch die Kritik unter dem Kommentar verfasst. Die Antwort war natürlich auch sehr, sehr gut. Einfach nur vor Steuern geschrieben und das stimmte halt einfach nicht. Und deswegen wollte ich darauf reagieren. Ich wurde auch schon auf Instagram blockiert, wie es aussieht. Also ich kann die Seite nicht mehr aufrufen von ihm. Also finde ich schon mal recht witzig. Hab da jetzt schon lachen müssen. Das ist schon geil. So, jetzt starten wir mit seinem sehr guten Vergleich, wie ich finde. Erstmal hat man hier ein Bruttogehalt von 2000 Euro. Das heißt, das ist jetzt ohne vermögenswirksame Leistungen. Und da hat man ein Nettogehalt von 1426 Euro. Und mit VL hat man natürlich 2040 Euro, also 40 Euro vom Arbeitgeber obendrauf. Und natürlich nicht natürlich, weil jeder Arbeitgeber gibt unterschiedlich viel. Das sehen wir dann auch, weil meiner gibt auch ein bisschen weniger her, leider. Genau, dann hat man hier noch den Abzug von diesen 40 Euro, die direkt gespart werden, allerdings vom Netto. Somit hat man netto 1409 Euro übrig. Das heißt, dass man 16,75 Euro weniger übrig hat. Das ist komplett richtig, ist halt schade, dass es weniger ist, aber man zahlt trotzdem satte 23,25 Euro ein. Das heißt, man hat diesen Betrag als Reingewinn, könnte man sagen, also vor Kosten. Das ist schon mal sehr gut, wie ich finde. Das heißt, auf 12 Monate gesehen sind es 279 Euro, die man einfach so geschenkt bekommt. Wenn man einen VL-Sparvertrag hat, wenn man keinen hat, dann schenkt man diesen Betrag einfach her. So, ich schreibe da unten natürlich, dass das Kosten von 1206 Euro sind. Also man hat mehr Abgaben von 1206 Euro auf 6 Jahre gesehen. Allerdings bekommt man auch rein bei dieser Rechnung von 279 Euro pro Jahr mal 6, dann haben wir hier etwas über 1600 Euro. Das heißt, man bekommt hier in dem Beispiel mehr als einen Nettolohn in 6 Jahren geschenkt. Dann meint er noch, dass die Vertragskosten zu hoch sind. Also ich persönlich bin bei Finvesto und da zahle ich gerade mal, hier haben wir es, 10 Euro pro Jahr für das Depot und dann Transaktionskosten von 0,2%, wobei ich einen MSCI World bespare und der war sehr oft in der Aktion, wo ich diese 0,2% nicht zahlen musste. Somit kommen wir hier auf fixe Kosten von 10,96 Euro pro Jahr. Also 11 Euro pro Jahr an Kosten, bekomme aber sozusagen im ersten Monat schon 23 Euro geschenkt. Das heißt, die Jahreskosten sind mit dem ersten Monat gedeckt und man macht damit schon Gewinn. Also das für mich nicht nachvollziehbar, dass man da irgendwie meckert, könnte man sagen. Also ich finde es sehr gut. Habe auch noch einen anderen, wenn man sagt, okay, ich will nicht an der Börse investieren, will einen festen Zinssatz, gibt es bei der ING jetzt hier auch noch was, kostenlose Kontoführung. Also man hat auch keine Abschlusskosten. Bei dem VL von Finvesto hat man auch keine Abschlusskosten. Habe ich auch für meine Mutter vor kurzem gemacht. Und ja, wie gesagt, keine Abschlusskosten, nur diese 11 Euro pro Jahr bei Finvesto und das war's. Das heißt, auf die 7 Jahre gesehen, also 7 mal 11, hat man hier jetzt 77 Euro. Das ist ja nicht wirklich viel. Genau, dann hat man hier, wie gesagt, gar keine Kosten. Hat hier den Zinssatz von 1,5%, ist natürlich nicht inflationsschützend. Somit ist es natürlich nicht so gut. Aber wenn man sagt, okay, weil ich jemand bin, der risikoavers bin, ist, dann mache ich halt lieber diesen Vertrag. Hab halt kaum Kosten, kann aber diese 23 Euro geschenkt von meinem Arbeitgeber mitnehmen, wenn er es anbietet. Wenn nicht, dann macht man es natürlich nicht. Also ich würde es nie abschließen, wenn mein Arbeitgeber mir nichts dazugeben würde. Dann wurde auch noch der Zeitaufwand bemängelt. Also ich habe den Vertrag jetzt gemacht für meine Mutter. Das war circa eine Stunde Aufwand. Das heißt, wenn ich jetzt in 7 Jahren eine Stunde Aufwand reinstecke für knapp über 1600 Euro, dann finde ich, ist es ein verdammt guter Stundenlohn, würde ich sagen. Was meint ihr? Schreibt mir unten in die Kommentare. Bin gespannt, was ihr da meint. Hier noch wegen der Laufzeit. Man kann scheinbar nach den 7 Jahren Laufzeit tatsächlich diesen Vertrag noch verlängern. Das weiß ich aber nicht, weil ich bin erst seit 2019, glaube ich, bei Finvesto und deswegen weiß ich nicht, ob man den einfach so verlängern kann, also wie komplex das genau ist, weil es natürlich einfach, wenn man einfach den gleichen Vertrag hat, weiterhin die gleiche Depotposition, also weiterhin den gleichen ETF und also muss keinen Aufwand betreiben, um einfach weiterhin den zu besparen können. Also das weiß ich, wie gesagt, nicht genau. Und dann bei Minute 18:40 sagt er dann auch, dass es seine persönliche Meinung ist. Also kann ja jeder haben, finde aber ein bisschen schade, dass er das so
sehr, wie soll ich sagen, auf seine Meinung bezieht und nicht eher neutral darstellt. Das hätte ich mir gewünscht einfach. Wenn man so eine Frage stellt, lohnt sich das überhaupt? Dann könnte man fragen, für wen lohnt sich das überhaupt? Weil für ihn, wen wird es sich lohnen? Für mich auf jeden Fall. Für andere vielleicht auch. Dann wird von ihm noch eine Alternative vorgestellt, die ich auch ganz gut finde. Und zwar kann man vielleicht mit dem Arbeitgeber ausmachen, ob man einen steuerfreien Sachbezug bekommen kann. Das sind bis zu 44 Euro pro Monat sind da möglich, gesetzlich gesehen. Und es wäre halt so ein Einkaufsgutschein zum Beispiel. Also fände ich gut. In den Kommentaren kam schon jemand, der sagt, er hat nachgefragt, bekommt er halt nicht. Und das ist ja genau das. Du kannst ja nicht alles bekommen vom Arbeitgeber. Wenn man es ausmachen kann, schön und gut, finde ich super. Dann lieber diesen steuerfreien Sachbezug, weil das natürlich effektiver für dich ist und für den Arbeitgeber wahrscheinlich dann auch, dass du einfach das Brutto wie Netto bekommst und somit mehr Geld in der Tasche hast. Es könnte aber auch sein, dass man beides bekommt und somit noch mehr Netto hat. Man muss es ja nicht auf eins beschränken. Aber wenn man auswählen kann, was man nimmt, dann auf jeden Fall den Sachbezug nehmen. Im ganzen Video wird sich generell sehr an den Kosten aufgehangen und nicht, was man geschenkt bekommt im Endeffekt, weil wenn ich am Ende des Tages mit mehr Geld rausgehe als weniger, dann lohnt sich das vielleicht ja, je nach Zeitaufwand. Wie gesagt, wenn ich eine Stunde pro 7 Jahre investieren muss, um 1600 Euro zu bekommen, dann würde ich sagen, lohnt sich das. Und dann noch kurz zwei persönliche Beispiele. Einmal habe ich hier eine Lohnabrechnung vom Dezember 2019, weil da war ich noch Vollzeit angestellt, also 40 Stunden. Da hatte ich hier 26,95 € bekommen, Entschuldigung, 59 Cent bekommen, habe 8 Euro an Kosten, hast mir extra ausgerechnet, das heißt 8 Euro werden abgezogen. Effektiv bekomme ich dann 18,59 € geschenkt. Also finde ich persönlich okay, damit ist immerhin mein Internet fast bezahlt. Ich zahle 19,99 pro Monat, also kriege ich es einfach so geschenkt für eine Stunde Aufwand in 7 Jahren. Wie gesagt, finde ich gut, passt für mich. Jetzt arbeite ich weniger, jetzt lohnt sich es nicht mehr ganz so stark, muss man schon sagen. Jetzt haben wir hier Juli 2023 die Abrechnung. Da habe ich jetzt 17,28 € bekommen. Das heißt, ich bekomme weniger, weil ich weniger arbeite. Ist eigentlich logisch. Da habe ich Kosten von 3,80 €. Ist ja klar, ich habe weniger Steuerlast. Somit sind auch die Abzüge geringer. Und habe somit immer noch 13,48 €, die ich monatlich netto mehr bekomme. Das heißt, mein Strom- und mein Handyvertrag ist noch bezahlt damit. Also finde ich okay, also für mich persönlich ist es okay, aber ja, nicht mehr so gut wie damals, muss ich auch zugeben. Also klar, ich finde 13 Euro für mich persönlich immer noch gut für die eine Stunde Arbeit, die 7 Jahre, also alle 7 Jahre eine Stunde Arbeit, finde ich ja immer noch gut. Genau, und als letztes wollte ich noch sein Bausparvideo noch dazu nehmen. Hat er auch gesagt, dass es sich halt eher nicht lohnt. Und das fand ich halt auch nicht so gut. Es ist, ja, jeder Mensch hat andere Präferenzen. Und wenn jemand auf Sicherheit gehen will und den Zins sich sichern will, dann soll er es auch machen. Und das Video ist von vor 2 Jahren. Das heißt, hätte man bei diesem Video den Bausparer noch gemacht, dann hätte man auch noch gute Zinsen bekommen. Und er ging davon aus im Video, was ich schockiert war, dass er meint, dass die nächsten 10 bis 20 Jahre dieser Zinssatz so bleiben wird. Und das habe ich gedacht, boah, also Prognosen in der Zukunft machen, in dieser Welt, ich weiß nicht, wie man dazu kommt. Also das hat mich schockiert und da bin ich auch sehr enttäuscht. Also das hätte ich nicht gedacht. Also für mich ist jemand, der zu 100% sagt, hey, das kommt, trifft genauso ein, weiß ich nicht, das ist für mich sehr unseriös, muss ich leider sagen. Also das hätte ich nicht gedacht und bin ich da auch sehr enttäuscht von ihm. Und zum Bausparer gibt es dann auch zu sagen, dass es so Kontoführungsgebühren gab, die man sich jetzt zurückholen kann. Habe dazu schon mal ein Video gemacht, weil mein Vater hat sich die zurückgeholt. Der hat es auch ein bisschen speziell gemacht, aber bei ihm hat es sich halt renditetechnisch nicht gelohnt. Aber er ist halt risikoavers und dadurch macht er halt so Produkte mit Aktien eher weniger. Also er hat ein paar, aber ganz wenig halt. Deswegen ist für jeden Typen einfach was dabei und das ist auch das Fazit. Pauschalisieren ist meist sinnfrei, deswegen pauschalisiere ich auch nicht und sage, dass es eben meistens sinnfrei ist, aber nicht immer. Deswegen finde ich persönlich das nicht gut, wenn man einfach pauschal sagt, es lohnt sich nicht für niemanden. Das stimmt in meinen Augen gar nicht. Ich meine, ich habe jetzt sogar die staatliche Zulagen weggelassen, weil da muss man echt wenig verdienen, dass man die bekommt. Es geht mir nur um die Arbeitgeberzulage. Deswegen mein Tipp an dich, du solltest dich unbedingt von pauschalen Aussagen nicht leiten lassen, sondern einfach selber prüfen, was sich für dich lohnt, für deine Zahlen, für deine Finanzen und nicht für irgendwelche andere Finanzen. Also das wäre ganz wichtig. Was hältst du denn von vermögenswirksamen Leistungen? Beziehungsweise hast du vielleicht schon einen VL-Sparvertrag? Schreib es mir gern unten in die Kommentare. Für mehr Geld und mehr Freiheit abonniere jetzt kostenlos meinen Kanal. Aber denk immer dran, machen ist wie wollen, nur krasser.